Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wurden vor kurzem von einer Firma angeschrieben und gefragt, habt ihr nicht Lust, unsere Kühlbox oder auch Kühltruhe zu testen? Und ich dachte mir, okay, das passt auf jeden Fall richtig gut zu dem Kanal. Wir werden von der Firma nicht extra bezahlt, sondern haben nur die Truhe zur Verfügung gestellt bekommen. Aber da sie uns die kostenlos zur Verfügung gestellt haben, steht ja einmal oben im Video Werbung. Also da oder da, irgendwo in dem Video steht es auf jeden Fall. Das heißt, unsere Meinung wurde nicht gekauft, sondern die haben uns die zugeschickt und ich habe die so die letzten 2-3 Monate getestet und mal geschaut, okay, finde ich die wirklich geil. So, und Bella, kannst du ja mal ein bisschen näher rankommen. Diese Kühltruhe ist von der Marke Deason und ein ordentlicher Oschi. 45 Liter, passt leider nicht in unseren Camper rein, ist ein bisschen zu groß, wurde aber trotzdem in letzter Zeit öfter genutzt, weil es einfach universell einsetzbar ist. Das heißt, ihr könnt die Kühltruhe bei euch in den Flur stellen und irgendwie eure Party dadurch bewirten und da das Bier kalt stellen, könnt die mit in den Park nehmen, da habt ihr zwei wundervolle Tragegriffe, oder könnt ihr halt auch, wenn ihr ein etwas größeres Auto habt als wir, in den Camper einbauen. So, und das Geile dabei ist halt, ihr könnt einmal die Griffe abschrauben, so, dann wird die wieder ein bisschen kleiner, und auch richtig cool, der Deckel, der hier einmal zu öffnen ist, kann auch einmal hier ausgebaut werden. Ja, muss ich den richtigen. So. Und einmal andersrum wieder eingesetzt. So, das heißt, ihr habt da die maximale Flexibilität, wie und wo ihr die einbaut. Wir können einmal zu den Maßen kommen. Wir haben in der Länge ungefähr, ohne Griffe muss man sagen, so, na, ich sag mal mit der Wölbung so um die 65 Zentimeter. Haben dann in der Breite ungefähr, ja, mit der Wölbung, sagen wir mal 44 cm, und in der Höhe sind wir bei 43 cm. Ich packe euch aber noch mal hier unten, blende ich irgendwo die exakten Maße vom Hersteller noch mal ein. Genau. Wenn wir die Kühltruhe einmal öffnen, wie schon gesagt, 45 Liter an Volumen, an Innenvolumen haben wir hier. Ich baue die nochmal hier einmal um. Und genau, können ohne Probleme eine 1,5 Liter Flasche aufrecht hinstellen. Haben hier auch noch so ein kleines Körbchen zum Rein- und Rausnehmen. Und haben zwei verschiedene Zonen. Das heißt, hier einmal die kältere Zone in Anführungsstrichen und hier eine wärmere Zone, sodass ihr hier unten kalte Getränke habt und oben eure Butter hinstellen könnt, ohne dass die da irgendwie einfriert oder ihr euch euer Brot auseinandernehmt, wenn ihr die kalte Butter da drauf schmieren wollt. Haben hier auch noch eine kleine LED und können ziemlich geil die Kühltruhe über 230 Volt, also über einen ganz normalen Stecker in die Steckdose anschließen oder halt auch über den 12 Volt Stecker, das heißt über diesen Zigarettenanzünder, den ihr im Auto habt. Genau, deshalb seid ihr da ziemlich flexibel. Und um euch ein bisschen was zu den Knöpfen und zu der Elektronik zu erklären, wandern wir einmal mit der Kühltruhe ums Auto rum, schließen die an unseren Akku an und machen sie mal an. So, jetzt haben wir sie mal angemacht und ihr seht hier unten einmal den Stromanschluss. Da passt der Stecker sowohl für 230 Volt als auch für 12 Volt rein. Dann haben wir eine kleine Sicherung, auch schön, dass die leicht zugänglich ist, dass man sie mal wechseln kann, falls die durchbrennt. Und wir haben hier einen Batteriewächter. Der ist dafür wichtig, dass wenn ihr die Kühltruhe an euren normalen Kfz, an eure Kfz-Batterie anschließt, dass ihr dann nicht zurückkommt, die Getränke sind kalt, aber das Auto springt nicht mehr an, weil die Batterie alle ist. Denn über den Batteriewächter schaltet die Kühltruhe einfach automatisch ab. Eure Autobatterie entlädt nicht komplett, gibt keine Tiefenentladung und ihr könnt dann ganz normal losfahren und die Getränke sind dann aber nicht mehr kalt. Was nur bedingt stimmt, denn ich habe die Kühltruhe ja getestet und die Hersteller geben immer an, ja, in einer Stunde ist die von 25 Grad auf minus 20 Grad runtergekühlt. Was ich immer ein bisschen mit Vorsicht betrachte, wenn die Kühltruhe natürlich leer ist, dann geht das alles deutlich schneller. Also da hat der Hersteller vollkommen recht. In unter einer Stunde ist das Ding bei minus 20 Grad. Wenn ihr da mal Getränke reinstellt, dauert es natürlich, bis das Getränk kühl ist, und das wärmt die Kühltruhe ja wieder ein bisschen auf, weshalb ich einen vernünftigen Test gemacht hatte. Ich habe einmal die Kühltruhe gefüllt mit Getränken, komplett voll gemacht, angeschalten, und es hat ungefähr, ich habe die dann, es waren 25 Grad draußen, ich habe die auf 4 Grad gestellt und es hat ungefähr 4 Stunden gedauert und dann waren die Getränke aber auch richtig schön durchgekühlt.
Und weshalb ich gesagt habe, es stimmt nur bedingt, dass die Getränke dann wieder warm sind. Ich habe die dann abgesteckt, über Nacht laufen lassen und nach 8 Stunden ist es von 4, also ohne Strom aus komplett, ist es von 4 Grad auf 10 Grad wieder hochgeheizt und die Getränke waren immer noch kühl. Das heißt, die Box hat eine wirklich gute Isolierung, also da auch gar kein Problem, wenn ihr einfach zu Hause alles kühlt, ja, die Box absteckt, die so mit in den Park nehmt, da habt ihr auch noch einen ganzen Tag was davon, dass da die Getränke einfach kalt sind. Genau, wir haben hier zwei unterschiedliche Stufen. Wir haben einmal den Max und den Eco-Modus, je nachdem, ob ihr Strom sparen wollt oder nicht. Auf der Max-Stufe verbrauchen wir maximal 55 Watt und auf der Eco-Stufe maximal 38 Watt. Jetzt muss man aber sagen, es ist ja eine Kompressor-Kühlbox, also die läuft nicht durchweg, sondern der Kompressor springt an, macht es kalt und wenn es dann geschafft ist, schaltet die erstmal ab und die Kühltruhe springt erst dann wieder an, wenn sie wieder kühlen muss. Das heißt, ihr habt nicht 55 Watt Dauerverbrauch auf der Maximalstufe, sondern es ist immer mal wieder 55 Watt. Dann geht es wieder aus, dann geht es wieder an. Deswegen kann man da gar nicht genau sagen, was es jetzt Langzeit kostet an Strom. Auch je nachdem, wie oft ihr die aufmacht und einem Pipapo. Ich muss sagen, es hat geklappt, also es hat funktioniert. Unser Akku war völlig ausreichend jetzt für normalen Betrieb mit Solarpanel für diese große Truhe. Aber wie gesagt, also ihr müsst auch in eurem Camper Platz haben dafür. Ihr könnt dann hier ganz normal die Temperatur hoch und runter stellen. Bis minus 20 Grad können wir hier einschalten. Und man muss sagen, die Kühltruhe ist auch relativ leise. Also da gibt es eigentlich kein Problem, dass man dadurch irgendwie gestört wird. Hier wird jetzt angezeigt, okay, wir haben 10 Grad in der Kühltruhe. Und die kühlt jetzt allmählich runter, da wo wir es eingestellt haben. Also wie gesagt, die minus 20 Grad. Das machen wir aber auch gleich wieder aus. Über den Knopf könnt ihr dann zwischen Max- und Eco-Modus schalten und hier an-aus. Ich denke mal, viel mehr Funktionen braucht man eigentlich auch nicht. Und die Kühltruhe macht einfach ihren Job. Die tut das, was sie soll. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass sie bei uns nicht reinpasst. Aber ansonsten hat es auch ganz gut im Flur oder im Gartenhäuschen geklappt. Deshalb muss ich sagen, kann ich euch die wirklich empfehlen. Vor allem für den Preis von 269 Euro. Absoluter Hammer. Also ihr müsst hier natürlich keine große Marke mit bezahlen, weshalb der Preis auch ein bisschen günstiger ist als bei den Konkurrenten. Und ich habe jetzt aber auch keinen großen Unterschied gesehen zu den anderen Kühltruhen, die wir bisher genutzt haben, auch von großen Marken. Genau, die gibt es in 45 Liter, wie wir sie hier haben. Die gibt es auch in 60 Liter und in 15 oder 18 Liter, glaube ich. Also eine relativ kleine. Und genau, ich packe euch unten den Link zu Amazon in die Videobeschreibung. Da könnt ihr die Kühltruhe kaufen. Wenn ihr die über unseren Link kauft, dann kriegen wir eine kleine Provision. Wenn nicht, könnt ihr sie natürlich auch überall anders kaufen. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass so eine No-Name-Marke so eine geile Qualität bietet. Also auch von der Haptik wirklich stabiles Teil. Da kann man sich auch mal vernünftig hinsetzen und sein Bierchen genießen. Und deshalb wünsche ich euch eine geile Camping-Saison. Die ist ja jetzt mehr oder weniger vorbei. Aber für die Hartgesottenen natürlich auch im Winter oder in wärmeren Ländern. Oder ihr wartet bis nächstes Jahr, wie es euch lieb ist. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.